Das sieht ja so dermaßen scheiße aus, die Raycard, ob ich die einfach abreiße nochmal und... Was kriege ich denn dafür, wenn ich die nochmal abreiße? Das ist ja nun wirklich nicht der Knaller. Aber habe ich natürlich wieder das Problem, wenn ich die Bäume abreiße, dann habe ich am Ende das Geld dafür nicht übrig. Wenn ich jetzt sage, hier... 4000, das ist schon wieder zu viel. Gut, dann brauche ich lieber noch ein paar kleinere Attraktionen, die auch vielleicht gut ankommen. Wie zum Beispiel der fliegende Teppich, der war ja auch immer recht beliebt. Na, kommen schon die ersten zwei an und wollen sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Ich glaube, die verrückte Schaukel, die war auch immer relativ populär. Die steht da schön auf dem Hügel, da passt sie gut hin. Kriegt ein Sci-Fi-Musik-Theming. Anbindung geht auch irgendwie. Dann zwar diese. Sieht zwar scheiße aus, aber wie sagen wir so schön, nützt ja nichts. So, machen wir ein Servicegebäude. Falls das Zeug kaputt geht. Mechanikerstände, genau. Passt das hier noch irgendwie so rein vielleicht? In so eine Lücke. Natürlich wieder nicht. Dort wird es hinpassen. Lässt er sogar zu an der Stelle. Das kaschiert so ein bisschen. Ah, okay. Naja. Noch ein Hausmeisterstand. Der passt ja bestimmt hier noch hin. Jetzt haben wir noch 5000. Rodeo kam, glaube ich, auch mal gut an, aber ich glaube, da war das Problem, dass das immer so recht wenig Durchsatz hatte, das Ding. Schnell ein Rodeo gebaut. Mit Western-Mucke. Ein Beeinflusser kommt. Eine Flachattraktion, die ich in die Luft bringen kann. Ja, das ist doch eigentlich dann die hier, ha? Huh? Möchte mit Schleuderspaß? Ah, das ist ein Superflug. Na gut, ich habe noch 1800. Das könnte ich also noch bauen. Wenn der Sack das unbedingt will, soll er es kriegen. Das ist auch nicht so die Knallerposition hier, aber egal. So, das ist eine Abenteuermusik. Kommt man hier mit einem Weg durch? Nee, ne? Okay, da kann ich am nächsten die Warteschlange... Dann ganz bis dorthin hinziehen. Fliegender Teppich äußerst beliebt. Der Ausgang der Dots dann einfach da an.
So, dann haben wir noch 1-3 am Start. Ach so, so ein Feuerring. Ach, das reicht nicht mehr. Ja, da brauchen wir noch so eine Rutsche einfach. Rutsche geht immer. Die könnte man ja hier so hinten ranstellen, wenn ich den Baum dann noch abreiße. Es gibt auch diese eine Trulla, die irgendwelche Kinderattraktionen sich angucken will. So, Musik, ja, ach, Karussell, sag ich mal, auch wenn es jetzt nicht wirklich ein Karussell ist. Machen wir gleich mal, weil hier so viel jetzt gebaut wurde, eine Preiserhöhung rein. 20.000 Park. Wertung haben wir bereits. Und jetzt, also jetzt habe ich noch 100 irgendwas. Ich glaube, viel kann man davon jetzt nicht bauen, außer ein, zwei Bänke. Gab es nicht irgendwie eine neue Bank oder so? Ich nehme mal die Bambusbank. Cool, hat für 4 Bänke gereicht. Reicht das noch für einen Mülleimer? Nö. Natürlich wieder nicht. So, dann kommt denn dieser komische Typ am 14. März. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Guck mal, hier stehen sie an. Das ist schon mal gut. Macht sogar ein bisschen Gewinn mittlerweile schon. Oh, 11 Pfennig. Macht das Verlust auch zu teuer. Der ist auch schon dabei. Dann machen wir den auch mal so auf 1,50. Jetzt müssen wir warten, bis der Typ kommt und ich habe mit dem Ding hier sich in die. So, Influencer ist da. Slinging Sly. Warte mal, mit dem Ding kann man den. Ist in die falsche Richtung. Genau, das ist richtig. Ich habe übrigens mal im RCT Reddit nachgefragt, was dann mit dieser Suspicious Sally machen soll, aber da kam jetzt keine sinnvolle Antwort. Vielleicht werden wir die auch nie besiegen. Jetzt muss der Typ erstmal anstehen. Hoffentlich geht das schnell hier. 21 Tage hat er noch. So, er ist als nächstes dran. Mit dieser rothaarigen hier. Die Denise, wie. Oh, einer vorgedrängelt! Ist das dein Ernst? Hab ich das gesehen? Hat einer vor. Irgend so eine dumme Sau. Entschuldigung, irgend so ein unhöflicher Gast. Hat einer vorgedrängelt, weil jetzt wieder neue Besucher kommen. Erstmal gnadenlos den Preis anziehen. Damit wir hier aus den Schulden kommen, vielleicht. So, was bauen wir noch? 2 Achterbahnen bauen. Achso, Flachattraktion. Guck mal, das habe ich fast geschafft. Ja, Flachattraktion. 10 Stück. 2 brauchen wir noch. Was habe ich hier an Land vorgebaut, vorgekauft? Alles? Das ist alles. Das kann ich alles bebauen. Alter, das ist ja geil. Darauf erstmal speichern. Sowieso empfehlen meinem Park weiter. Aber wir machen gleich mal, wenn der Park weiter empfohlen wird, geben wir mal hier eintrittsmäßig mal richtig Gas. Das heißt, man könnte einfach irgendwo eine Achterbahn hinklatschen, die abreißen, dass es zählt. Und das einfach wieder neu bauen, oder wie?
kann man eigentlich nicht hier hinter gucken. Nikolai, da ist 21 Minuten im Park und haut schon wieder ab, der Sack. Hat auch nichts gekauft. Was seid ihr denn für Gäste? Meine Güte. Das ist ja skandalös. Lass doch mal die Kohlen bei mir. So, der ist jetzt im Gewinn. Der ist im Gewinn. Das passt auch. Ah, der nicht so. Naja. Was machen die Futterbuden? Gewinn pro Stunde. Ja, Gedanken. Den Taco bezahlt er nicht so viel. Ja, das ist aber hoch, eine hohe Qualität. Da kannst du nicht einfach hier sagen, das passt ja nicht. Null Gäste, heiße Hüte? Warum denn das? Will keiner einen? Die sagen ja auch nichts. Ist ihm das zu teuer? Hier kommen sie an. Vorgeholz ist günstiger. Ich kann Vorgoals Hamburger nicht finden. Ich habe mich verlaufen. Jetzt mal ernsthaft. Wie kann man sich denn hier verlaufen? Ja, du hast noch ein bisschen im Minus. Der Stand macht Gewinn. Der macht ein bisschen Verlust. Achso, ich habe gar kein Geld. Sonst hätte ich aber mal Vorgoals Burger mal spontan angeleuchtet. Kann man jetzt eigentlich nur warten, bis hier der nächste Influencer kommt, der neue Werbung macht. Ansonsten geht es ja steil abwärts. Oder ich muss den Eintritt noch mehr erhöhen, wo ich da jetzt schon langsam ein schlechtes Gewissen bekomme. Bei 50 Mark Eintritt hier für das bisschen. Das ist ja fast schon ein belanntes Niveau. Augenzwinkern. Achso, bevor ich ja Ärger kriege. Man weiß ja immer nie, wer zuschaut. Guck mal, was bei Bilanz der Eintritt kostet. Bilanz. Was ist denn aktuell? Öffnungszeiten und Preise. Ich finde das toll, dass die Seite sehr gut funktioniert. Einfach nur. Achso, jetzt hat das geladen. Oh.